Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen in der Raiffeisen Sporthalle zu Schwerin zum Ostsee-Spreeliga-Nachholespiel des dritten Spieltags vom SV Grün-Weiß Schwerin gegen die BVB Füchse 2. Und dieses Spiel hat eine besondere Brisanz, denn beide Spiele, natürlich haben sie ein Spiel weniger, nämlich dieses hier. Und da ist einiges möglich, wenn man mal auf die Tabelle schaut. Grün-Weiß Schwerin momentan Dritter mit 10-2 Punkten. Sieg gleichbedeutend mit 2 für Grün-Weiß Schwerin. Für die Füchse, Vierter in der Tabelle, würde ein Sieg bedeuten, dass sie bei 11 Toren Differenz Grün-Weiß Schwerin überholen und auf Platz 3 sich einreihen. Bei Niederlage rutschen sie ab auf Platz 5, bei Niederlage mit 5 Toren sogar auf Platz 6. Und da die Füchse heute ohne Verstärkung anreisen müssen, weil die erste Mannschaft in Halle spielt, wird das heute also interessant zu sehen, wie sie sich schlagen, wo sie gerade zu Hause ihre Punkte geholt haben, ob sie hier jetzt in Schwerin punkten können. Schwerin hat doch ein wenig Muffensausen. Sie haben schlechte Spiele gemacht, die letzten drei Spiele alle knapp für sich entscheiden können. Nach schlechten Spielen gerade in Berlin bei ProSport 24 kurz vor Schluss das Spiel erst drehen können, die Punkte mitnehmen können. Und sie wollen sich heute hier rehabilitieren und wir wollen sehen, ob ihnen das gelingt. Hallo liebe Handballfans,
Ich begrüße Sie aus der Reiferbahnhalle, wo Grün-Weiß Schwerin, die Frauen gegen die Füchse Berlin 2 spielen. Und wir lassen mal überraschen, was das Spiel so für uns offen hält. So hatten wir die erste Szene von Anna Pöschel, sehr schön gehalten. Aus der gut gestaffelten Abwehr konnten sie den Ball wunderbar rauspflücken. Grün-Weiß geht über die erste Welle, hat keinen Erfolg und wird jetzt über den Positionsangriff und über die Kombination hoffentlich. Und da ist schon der erste technische Fehler. Und auch die erste gelbe Karte für Julia Wenk. Berliner Seite geht's los mit dem technischen Fehler. So. Wieder der Versuch über die erste und zweite Welle bei Schwerin. Jetzt wieder ruhiger Aufbau. Und da ist das erste Tor. Kerstin Felkel macht das 1:0 für Schwerin. Schön geblockt, aus einer 6-0-Deckung hervor. Sehen wir bei Schwerin, dass eine 6-0-Deckung gespielt wird. Kann Julia Kluth wunderbar den Ball ausblocken. Und 7 Meter Entscheidung, gelbe Karte für Kerstin Felkel. Und am Punkt steht Valerie Thomas. Und sie macht ihr erstes Tor. 1:1. Na, der Wurf war vielleicht nicht so optimal ausgewählt, hätte man vielleicht nochmal zurückspielen sollen über eine offene Position, aber aus diesem Winkel ist es fast unmöglich, das zu treffen. Schön durchgesteckt. Und das Tor von der Nummer, jetzt muss ich kurz gucken, von der Nummer 11. Und somit führt Berlin mit 1:2. Und schon passiert es. Ballverlust vorne. Schnelle Vorwärtsbewegung von Berlin und natürlich über Konter dann das Tor von der Nummer 6. Dementsprechend 3:1 für Berlin. Thank you.
Ja, wunderbar rausgespielt. Tini Schröder kann über links außen Position ihre Fähigkeiten ausspielen, ihr Talent. Und macht das 2-3. Stark gemacht von der Torhüterin, haben wir gerade gesehen. Holt schnell den Ball aus dem Tor aus, eröffnet das Spiel mit einem langen Pass für Marie Kinscher, die macht das 3-3. Wunderbarer Block, nochmal die Kontermöglichkeit. Nein, nicht richtig zugegriffen von Tini Schröder, technischer Fehler. Kann man beim nächsten Mal besser machen. Und dann kommt es wahrscheinlich auch zum Torerfolg, oder wird es zum Torerfolg kommen. Stark erkämpft von Kerstin Felkel, erobert den Ball, sauber rausgespielt, über 3-4 Positionen die erste Welle gespielt, somit von Tini Schröder das 4-3. So, jetzt erlaubt es jetzt die 18-Jährigen Grünbeispiel auf 4-3. Anna Pösche hält und wieder die Kontermöglichkeit. Torhüterin fängt ab. Das ist alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Da muss ein Torhüter jetzt mittlerweile sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn er rauskommt, muss er den Ball natürlich haben. Wenn er den Gegenspieler attackiert, wird er rausgestellt für 2 Minuten. Das ist hier nicht passiert. Somit alles regulär und regelkonform. Schön aufgefasst von Marie Kinscher. Jetzt der Versuch über die erste Welle, jetzt die zweite Welle nachgeschoben. Und 9 Meter. Und Benny Künzel macht hier das 5-3. Entschuldigung.